Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Zum Schuljahresende werden Angestellte, Lehrkräfte sprichwörtlich auf die Straße gesetzt und bekommen für die unterrichtsfreie Zeit kein Gehalt, sondern müssen zum Arbeitsamt. Und das ist nach Ansicht von uns freien Wählern nicht weiter tragbar. Denn die Lehrkräfte haben ein Recht auf Planungssicherheit. Sie möchten auch eine berufliche Perspektive haben, zumal sie ja im nächsten Jahr immer wieder angefordert werden. Deswegen fordern wir ein Ende dieser Zeitverträge, eine Gehaltszahlung über die vollen 12 Monate und langfristig natürlich entsprechende Planstellen statt Zeitverträgen.